Wir gehen rüber zu Corel Photo Paint. Wenn ich Corel Photo Paint starte, habe ich hier die Möglichkeit, über Lernen Zugriff auf die Ressourcen von Corel Photo Paint zu bekommen. Und Sie sehen, dass ich hier verschiedenste Möglichkeiten habe, mich weiterzubilden. Ich habe hier einen Überblick über die Ressourcen. Also dieser Startbildschirm ist neu in Corel Photo Paint 2017. Wenn ich hier auf den Button mit dem Symbol für das Haus klicke, dann komme ich auf die Startseite. In unserem Fall ist es wichtig, den Bereich Masken erstellen anzusehen. Hier sehen Sie bereits im Programm selbst einen Überblick über die Freistellwerkzeuge. Was sind Masken? Masken lassen sich in etwa vergleichen mit Schablonen. Wenn Sie an früher denken, haben Sie vielleicht die ein oder andere Schablone mal verwendet, um auf einem Papier, sagen wir mal, Buchstaben auszuschneiden. Mit Masken decke ich den Bereich ab, den ich erhalten möchte. Ich habe mit digitalen Masken noch wesentlich mehr Möglichkeiten. Sie sehen also bereits hier in diesem Überblick, dass Corel Photo Paint eine ganze Reihe von Möglichkeiten bietet. Ich zeige Ihnen das jetzt anhand von einem Beispiel. Ich öffne hier das erste Bild, nämlich über dem Desktop. Das Foto, ja, wo ist es denn? Ich habe jetzt so viele Fotos vorbereitet, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten habe. Ja, muss. Gut, also wenn Sie jetzt dieses Bild ansehen, sehen Sie, dass ich hier einen guten blauen Hintergrund habe. Gut insofern, weil ich, auch wenn ich näher ranzoome, sehe, dass ich da kaum Artefakte habe, dass der Hintergrund sehr einheitlich ist. Das ist also ein idealer Hintergrund für Freisteller. Der Adler hängt ein bisschen schief. Das kann ich mit der Möglichkeit Bild gerade richten, mit Anpassen Bild gerade richten, sehr schnell korrigieren. Wenn ich nämlich auf Bild drehen gehe, habe ich 0, nix das Bild gerade gerichtet. Das ist eine neue Funktion in Corel Photo Paint X8. Und sobald ich dieses Bild gerade gerichtet habe, schneidet Photo Paint automatisch auch den Rand zu. Also ich kann in kürzester Zeit ein schräg aufgenommenes Foto korrigieren. Ich kann natürlich auch nach hinten kippende Bilder oder sonst schräg aufgenommene Bilder in kürzester Zeit so anpassen, dass ich damit was arbeiten kann. Gut, jetzt zeige ich Ihnen mal die Werkzeuge, die ich in Corel Photo Paint zur Verfügung habe. Ich habe hier natürlich die Rechteckmaske, wenn ich also rechteckig freistellen will. Ich habe eine Lipsenmaske und hier den Zauberstab. Vorher zeige ich Ihnen aber noch bei Extras Anpassung, wie ich PhotoPaint auf meine Arbeitsweise einstellen kann. Ich kann über Erstellungsbild einige Einstellungen zum Design vornehmen. Ich kann zum Beispiel einen dunklen Hintergrund wählen. Ich kann über Allgemein bestimmen, ob ich beim Start den Willkommensbildschirm sehen will oder eben nicht. Ich kann zum Beispiel automatisch eine neue Datei öffnen. Ich habe hier die Möglichkeit, die Zahl der Rückgängig-Schritte einzustellen. Also 25, die Voreinstellung ist meistens recht gut. Reicht locker aus. Wenn Sie sehr wenig Speicherplatz zur Verfügung haben, lohnt es sich vielleicht, diesen Arbeitsspeicher auf, sagen wir mal, 15 Arbeitsschritte oder 10 Arbeitsschritte zurückzustellen. Und damit habe ich eine Möglichkeit, da auch gut zu arbeiten. Ich kann hier den Tablet-Modus einstellen, was Sinn macht, wenn ich mit einem kleinen Tablet hin und wieder mit Corel Photo Paint arbeite und das dort installiert habe. Ich kann bei Speichern einstellen, dass das Programm automatisch speichert. Wenn ich möchte, dass mich das Programm warnt vor dem Speichern, kann ich das aktivieren. Das habe ich hier ausgestellt. Und hier speichere ich die Sicherungskopien hin.
Dieses Automatisch-Speichern alle 2 Minuten habe ich eingestellt zur Sicherheit, falls irgendetwas passiert. Normalerweise läuft Corel Photo Paint, toi toi toi, ich will das jetzt nicht beschwören. Es gibt ja immer diesen Vorführeffekt, sehr, sehr stabil und robust. Hier habe ich noch eine weitere Möglichkeit. Ich kann hier Plugins noch einbinden, hier über Optionen Arbeitsbereich. Ich kann hier beliebige Plugin-Ordner noch zusätzlich hinzufügen. Corel Photo Paint versteht alle Photoshop-Plugin-Schnittstellen kompatiblen Plugins und die kann ich ohne weiteres noch in zusätzliche Ordner tun und die dort installieren. Ich kann sogar, wenn ich ein anderes Programm auf dem gleichen Rechner installiert habe, die Plugins des anderen Programms, wenn sie denn diesen Spezifikationen entsprechend hier mit einbinden. Ich gehe da einfach dann auf Hinzufügen, suche mir den entsprechenden Ordner dieser Plugins heraus und aktiviert es. In dem Fall mache ich es nicht, weil wir die Plugins hier nicht benötigen. Aber gerade wenn ich noch alte Filter-Plugins habe, die ich verwenden möchte, kann ich das sehr gut mit PhotoPaint weiterverwenden. Ich muss natürlich darauf achten, dass hier in diesem Fall ein 64-Bit-Programm installiert ist. Also ich brauche Plugins, die 64-Bit-Plugin-Schnittstellen kompatibel sind. Ich habe mitgeliefert mit der aktuellen Versionen auch die Möglichkeit, eine 32-Bit-Version zu installieren. Wenn ich ganz alte Plugins habe, die nur mit 32-Bit funktionieren, dann geht auch das. Gut, jetzt hier bei diesem Zauberstab sehen Sie, dass die Zauberstabmaske aktiviert ist. Hier habe ich verschiedene Modi. Ich kann den additiven Modus verwenden, wenn ich Bereiche hinzufügen will. Wenn ich Bereiche abziehen will, verwende ich den subtraktiven Modus. Dieser Bereich, der Überlappungsmodus, ist für Überschneidungen. Hier habe ich bereits eine sehr kleine Pixeltoleranz eingestellt. Ich arbeite gerne mit recht kleinen Toleranzen und klicke lieber 2, 3 Mal mehr, weil ich sonst die Gefahr habe, dass ich Bereiche mit erfasse, die ich gar nicht haben will. In diesem spezifischen Fall sehen Sie, mit einem Klick ist bereits fast alles sauber ausgewählt. Ich drücke die Hochstell- oder Umschalttaste, dann geht es hier automatisch in den additiven Modus. Mache einen weiteren Klick und dann noch einen. Und wenn ich jetzt ranzoome, man sollte möglichst, um Bilder beurteilen zu können, im 100% Modus arbeiten oder einem Vielfachen davon, also zum Beispiel 200% oder 250 oder 300%. Und wenn ich jetzt ganz nah ranziehe, was ich hier ohne weiteres machen kann mit dem Scrollrad, habe ich die Möglichkeit, den Auswahlbereich genauer zu beurteilen. Ich sehe, dass hier der Randbereich schon sehr genau erfasst worden ist. Also der Zauberstab arbeitet wunderbar und sehr sauber. Und wenn ich aber jetzt, sagen wir mal, eine Auswahl etwas verkleinern, vergrößern möchte, habe ich auch diese Möglichkeit mit Maske erweitern. Da verwende ich jetzt mal, damit man sieht, 5 Pixel, dann sehe ich, dass dieser Bereich verkleinert worden ist. Ich kann das Ganze auch rückgängig machen. Und wenn ich jetzt hier pixelgenau arbeiten will, sehen Sie, dass ich hier genau diesen Bereich erwische. Und die Voreinstellung ist schon mal sehr, sehr genau. Ich kann das manuell noch korrigieren. Manuelle Korrekturen sind hier kaum notwendig, weil der Zauberstab hier mit dieser gering eingestellten Toleranz von 10 schon super genau arbeitet. Was ich mir noch vor Augen halten sollte, ist, dass eine Maske mit Verlauf einzustellen sein sollte. Ich habe hier voreingestellt die Breite 2 und ich kann hier sogar die Richtung dieser Verlaufsmaske einstellen. Mit diesem Verlauf erreiche ich eine weiche Auswahlkante. Eine weiche Auswahlkante ist deswegen notwendig, weil sonst das freigestellte Foto aussieht, als wäre es mit der Schere ausgeschnitten worden. Das wollen wir ja nicht. Das soll ja natürlich wirken. Ich kann hier sogar die Richtung bestimmen. Das kann ich mit anderen Programmen nicht unbedingt, hier in dem Fall linear. Und das ist genau die Einstellung, die ich haben will. Und wie gesagt, das verringert sich dann etwas, die Maske, weil hier dieser weiche, transparente Bereich noch mit eingestellt wird. Ich kann das natürlich dann auch nochmal feinsteuern. Wenn ich jetzt genauer hinschaue, sehe ich, dass ein kleiner Bereich noch nicht erfasst worden ist. Um diesen kleinen Bereich kümmere ich mich jetzt sofort und zeige anhand von weiteren Werkzeugen, die ich zur Verfügung habe, wie man arbeitet. Also ich habe hier
eine Lasso-Maske zur Verfügung. Die Lasso-Maske ist ein manuelles Freistellwerkzeug. Wenn ich hier diese Bereiche anklicke, kann ich da sehr gut arbeiten. Also ich habe hier die Shift-Taste, um den Bereich zu vergrößern. Die Steuerungstaste verkleinert ihn. Also wenn ich jetzt da drüber gehe, dann verringere ich den Bereich, den ich hier erfasst habe. Gut. Ähnlich funktioniert die Freihandmaske. Umfahre ich einfach den Bereich, klicke drauf, verringere ihn oder vergrößere ihn. Ich habe hier noch die magnetische Maske. Mit dieser magnetischen Maske fahre ich einfach am Rand eines Objekts entlang. Die stellt sich dann fast immer ganz automatisch auf die Randbereiche ein. Funktioniert logischerweise umso besser, je genauer das abgegrenzt ist. Sie sehen, selbst bei diesen halbtransparenten Bereichen funktioniert diese wunderbare magnetische Maske wunderbar und sehr genau. Ich habe hier noch ein weiteres Werkzeug, das ich persönlich sehr mag. Das ist die sogenannte Pinselmaske. Hier kann ich die Form einstellen. Ich kann hier eine runde Spitze wählen oder eben eine viereckige Spitze. Ich kann die Spitzenform einstellen. Sie sehen, ich habe da verschiedene Varianten. Meistens macht es Sinn, einen weichen Rand zu wählen. Ich kann hier den Durchmesser genau einstellen. Das ist jetzt wirklich eine sehr feine Geschichte. Da gehe ich jetzt mal auf 2 oder 3. Und hier kann ich wiederum den Verlauf einstellen. Und hier wiederum habe ich noch die Maske, die ich generell noch verwenden kann. Also ich kann das auch nachhinein einstellen, wenn ich hier drüber fahre. Jetzt habe ich natürlich das falsche Werkzeug. Na? Sie sehen, ich kann da wirklich pixelgenau arbeiten. Das ist so ein feines Detail, dass es natürlich ein bisschen Arbeit bedarf. Wenn ich das ein bisschen gröber machen will, dann gehe ich da ein bisschen höher. Dann ziehe ich das entsprechend entlang und schon habe ich hier die Bereiche ganz, ganz fein. Also Sie sehen, ich kann wirklich bis auf den Pixel runtergehen und da sehr, sehr präzise arbeiten. Gut. Wenn ich jetzt hier, ich bin hier bei 600% auf 100% gehe, sehen Sie, wie sauber die traditionellen Werkzeuge, also ähnliche Werkzeuge finden Sie auch in anderen professionellen Bildbearbeitungsprogrammen, arbeiten kann. Ich klicke jetzt hier mal den Objektmanager an. Sie sehen, ich habe hier nur den Hintergrund. Ich kann hier die Maske auch invertieren. Und wenn ich jetzt auf Entfernen drücke, ist der Bereich ausgeschnitten. Ich kann das wiederum invertieren und rückgängig machen mit Steuerung Z. Kann ich die Arbeitsschritte, wie gesagt, wie voreingestellt, bis zu 25 Arbeitsschritte rückgängig machen. Das funktioniert alles wunderbar. Und damit kann man wirklich gut arbeiten. Na, Z. Wenn ich jetzt diesen Hintergrund entferne, ist der wichtigste Bereich schon mal erledigt. Ich habe also hier eine saubere Freistellung und ich kann mir dann ein beliebiges Bild noch reinziehen, indem ich hier Datei öffnen klicke. Und jetzt nehme ich mal einen Sonnenuntergang als Beispiel. Den markiere ich mir. Steuerung A, Steuerung C. Steuerung V werfe ich ihn rein. Sie sehen, das Bild ist ziemlich groß, was ich jetzt freigestellt habe. Der Hintergrund passt noch nicht. Jetzt zu Demonstrationszwecken ziehe ich das Bild hier, das ich reingezogen habe, einfach mal größer. Ich sollte idealerweise natürlich ein Bild vorbereitet haben mit den gleichen Voreinstellungen.
Warum sehe ich jetzt das Bild im Vordergrund? Ja, natürlich, weil es da oben steht. Ich muss es nur hier mit der Maus verschieben. Oder? Das ist ein bisschen fitzelig. Ich habe jetzt die Maske umgekehrt verwendet, was ich jetzt eigentlich nicht sollte. Ja. Ich kann diese Masken, wenn ich einen Fehler gemacht habe, auch jederzeit korrigieren. Ich kann hier Gruppen erstellen, also wenn ich die ändern möchte. Ich kann hier neue Objekte einfügen. Ich sollte hier die Maske invertieren. Und wenn ich sie jetzt neu einfüge, habe ich Strom. Also ich bin jetzt etwas irritiert, weil normalerweise geht es wunderbar. Vielleicht bin ich jetzt einfach zu nervös. Wenn ich Bereiche nicht mehr brauche, dann kann ich die im Nachhinein löschen. Ich kann die auch jederzeit aus- und einstellen, indem ich hier auf dieses Augensymbol klicke. Sie sehen, dass hier, wenn ich jetzt die Maske entferne, dieses Bild schon relativ gut funktioniert. Ich sehe hier auch, dass ich hier noch einen Rand habe. Wenn ich hergehe und die Maske, die ist jetzt etwas zu weit gefasst. Wenn die nicht passen sollte, kann ich die jederzeit ja anpassen. Ich muss dazu allerdings ein Freistellwerkzeug aktivieren, nämlich hier den Zauberstabmaske. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Maske zu reduzieren. Das mache ich jetzt hier mal. Sie haben ja gesehen, dass hier dieser Rand doch etwas gestört hat. Klicke ich das wieder an und Sie sehen, jetzt passt's. Warum ist es passiert? Weil ich eben diesen weichen Übergangsbereich etwas zu groß gezogen habe. Auf Einpassen sehe ich immer das ganze Bild. Wenn ich jetzt die Maske entferne, dann passt die Sache schon deutlich besser. Es ist immer noch ein Rand, also ich müsste es noch mal ein bisschen weiter verringern, aber damit schauen wir mal. Also ich kann hier das Ganze dann entsprechend einstellen. Ich müsste jetzt hier die Maske noch mal ein bisschen kleiner ziehen. Ich habe hier die falsche Einstellung verwendet. Warum? Weil ich die Richtung missachtet habe. Jetzt müsste es gehen. Jetzt machen wir mal weg da. Sind die Sachen freigestellt.
Und jetzt passt die Sache. Wenn ich jetzt die Maske entferne, sehen Sie, dass der Adler hier in diesen Bereichen sauber passt. Die anderen Bereiche, wo ich jetzt die Maske noch nicht verringert habe, da ist jetzt dieser Rand geblieben. Den kann ich aber, wie gesagt, mit der gleichen Methode sehr schnell einstellen. Jetzt machen wir mal zu Demonstrationszwecken. Nachdem der Adler natürlich von der Lichtstimmung her überhaupt nicht passt, folgendes: Wir gehen in Bildkamera. Effekte, Kamera. Da habe ich hier eine wunderbare Möglichkeit, die nennt sich Beleuchtungseffekte. Und hier bei diesen Beleuchtungseffekten habe ich viele Möglichkeiten, die Lichtstimmung her, die hier gar nicht passt. Also dieses Foto wurde bei hellem Tageslicht aufgenommen. Der Hintergrund ist eine Abendstimmung, ein Sonnenuntergang. Da habe ich die Möglichkeit, hier mit Scheinwerfern zu arbeiten. Ich kann hier den Winkel einstellen, nehmen wir mal 82. Ich habe hier die Möglichkeit, die Helligkeit anzupassen, die Deckkraft. Ich jetzt nicht zu sehr. Diesen Kegel kann ich auch noch im Nachhinein verschieben, also wenn ich lieber diesen Bereich beleuchten möchte. Ich habe hier die Möglichkeit, mit den Reglern auch noch die Kegelgröße einzustellen. Und ich kann bestimmen, ob das eher weich oder hart fallen soll, das Licht. Ich habe hier die Möglichkeit, die Atmosphäre zu aktivieren. Hier habe ich mal eine Farbe gewählt, die so ein bisschen an den Hintergrund erinnert. Hier kann ich mich natürlich noch spielen, wie ich lustig bin. Hier kann ich auch mit der Pipette arbeiten und kann hier zum Beispiel die Farbe des Hintergrunds verwenden. Da habe ich viele, viele schöne Möglichkeiten. Bei der Helligkeit sollte man ein bisschen versuchen, die richtige Einstellung durch Ausprobieren zu finden. Also da kann ich schon viele Sachen machen. Wenn ich jetzt einfach mal auf Vorschau klicke, dann sehe ich hier, wie es kommt. Wenn ich das auf OK klicke, sehen Sie, dass hier die Lichtstimmung zwar noch nicht ideal eingestellt worden ist, aber doch um einiges eher an den Hintergrund angepasst wurde. Also ich habe nicht mehr dieses kalte Licht im Vordergrund, sondern habe hier schon eine Lichtstimmung, die so in etwa dem entspricht, wie es der Hintergrund auch darstellt. Gut, dann haben wir diese Arbeit mit Standardwerkzeugen erledigt. Ich mache das mal zu. Dann brauchen wir den Willkommensbildschirm auch nicht mehr. Dann zeige ich Ihnen jetzt eine Besonderheit, nämlich wie ich mit einem Spezialwerkzeug von PhotoPaint arbeite. Ich habe mir jetzt hier als Beispiel mal eine junge Frau rausgesucht, die die typischen Probleme einer Freistellung so mit sich bringt. Sie sehen, dass die Haare sich hier sehr, sehr fein, zwar ordentlich vom Hintergrund abheben, aber so ohne weiteres mit Standardwerkzeugen nicht freizustellen sind. Also selbst wenn ich jetzt mit dem Zauberstab viele Klicks machen würde, da würde ich meines Lebens nicht mehr froh werden. Mit manuellen Werkzeugen dauert es eine Ewigkeit, bis ich damit klarkomme. Ich könnte natürlich die einzelnen Härchen zum Beispiel hier mit dieser Pinselmaske umfahren, dann habe ich die sehr genau. Aber es gibt eben mit dem Bildausschnitt-Editor ein tolles Werkzeug in PhotoPaint, das äußerst präzise geeignet ist, Freisteller zu machen. Ich mache jetzt mal eine ganz schnelle Freistellung. Die wird nicht hundertprozentig optimal sein. Es geht ja hier prinzipiell darum, mal das Prinzip zu zeigen. Hier habe ich das Hilfsmittel Markierungsstift. Mit diesem Markierungsstift umfahre ich die Bereiche, die freizustellen sind. Wichtig dabei ist, dass ich hier genau den Rand erwische. Möglichst sollte ich hier einen Bereich noch erfassen, der erhalten bleiben soll, der ein bisschen mehr erfasst ist als der Bereich, der freigestellt werden soll. Ich fahre jetzt einfach mal diesen
Rand hinunter. Ein Problem bei Freistellern ist ja immer das, dass bestimmte Bereiche vom Umgebungslicht und noch angestrahlt werden. Also ich habe immer Überstrahlungen, ich habe Reflexionen auf die Person, auf den Körper, aufs Gesicht teilweise von der Umgebung. Und mit normalen Werkzeugen kriege ich das nicht hin. Sie werden gleich sehen, wenn ich mit diesen Vorarbeiten, Sie sehen, das mache ich live. Und natürlich geht es nicht so schnell, wie wenn ich jetzt einen der schönen Vakuumstifte zur Verfügung habe. Ich habe jetzt bewusst nur eine ganz normale Maus zur Verfügung, weil ich davon ausgehe, dass nicht jeder ein Tablet hat. So, jetzt müsste ich das natürlich noch ganz präzise korrigieren. Wenn ich Bereiche deutlich zu viel erwischt habe, dann fahre ich da nochmal drüber. Hier ist noch ein Bereich, der ein bisschen stärker markiert werden sollte. Es geht jetzt hier nur ums Prinzip. Wenn ich den Innenbereich dann hier mit diesem Hilfsmittel Füllung anklicke, erscheint er jetzt mit einem Blaustich. Der Rand hier mit grün. Und dann gehe ich jetzt hier auf Vorschau. Ich kann vorher noch den Hintergrund wählen. Ich wähle jetzt hier mal Graustufen. Und Sie sehen hier, dass ich innerhalb von jetzt weniger als 5 Minuten schon mal einen recht ordentlichen Freisteller hingekriegt habe. In der 100%-Darstellung sehen Sie, dass selbst so feine Härchen erwischt worden sind. Es gibt ein paar Bereiche, die jetzt freigestellt worden sind, wo in der Realität dann die Reflexionen sich eines Bildes zeigen würden. Das ist Absicht, das ist auch gut so, denn auf diese Art und Weise erscheint das Bild dann wesentlich natürlicher. Selbst diese feinen Haare hier in dem Kopfbereich wurden sauber erfasst. Und zwar selbst die Bereiche, die jetzt kaum noch zu sehen waren auf dem Bild vorher. Hier der Randbereich ist auch nicht so ganz unkritisch gewesen. Hier gibt es teiltransparente Bereiche, die ich bewusst übrig gelassen habe. Die kann man jetzt hier noch mit dem Hilfsmittel Detail hinzufügen. Oder wenn ich den anklicke, dann kann ich da nochmal drüber fahren und diesen Bereich noch sauberer umfassen. Also wenn ich nicht will, dass es hier reflektiert, dann gehe ich nochmal drüber. Hier ist ein Bereich ein bisschen zu viel erfasst, den kann ich hier korrigieren. Ich kann natürlich hier noch Bereiche abziehen, wenn jetzt durch die Freistellung zu viel erfasst worden ist. Also wenn jetzt hier die Reflexion nicht erwünscht wäre, kann ich das auf die Art und Weise ganz feinfühlig korrigieren. Ich gehe mit den Korrekturen meistens mit einem kleineren Pinsel Durchmesser vor, also 25% für die normalen Freisteller sind schon mal eine gute Wahl. Aber Sie sehen, was ich gemacht habe. Hier lasse ich mal diesen Bereich bewusst offen. Dann sehen Sie nämlich anhand des gezeigten Beispiels, was diese Reflexion beinhaltet. Wenn ich auf OK klicke, habe ich hier übrigens noch die Möglichkeit, Ausschnitt und Originalbild beizubehalten. Ich kann auch den Ausschnitt nur als Zuschneidemaske verwenden. In dem Fall lasse ich mal die Voreinstellung Ausschnitt und dann habe ich das freigestellte Bild. Sie sehen hier an diesem Hintergrund, was freigestellt worden ist. Ich würde jetzt mal einen Office-Hintergrund noch dahinter schmeißen. Jetzt habe ich hoffentlich das Problem nicht mehr. Sie sehen, das hat jetzt funktioniert mit dem Runterziehen. Ich weiß nicht, warum das vorhin bei mir nicht funktioniert hat. Vielleicht war ich auch einfach zu nervös.
Also wenn ich jetzt näher ranfahre, dann sehen Sie, dass genau das passiert ist, was ich erreichen wollte, dass bestimmte Umgebungsreflexionen sich in diesem Freisteller zeigen. Hier ist eine weiche Überstrahlung, hier ist eine etwas stärkere Überstrahlung zu sehen. Das macht das Bild nicht schlechter, sondern viel besser. Und auch hier am Rand habe ich so weiche Bereiche, die jetzt nicht erfasst worden sind, sondern bewusst teilweise transparent gestellt worden sind. Hier an diesem Detail sehe ich, dass ich hier noch ein ganz klein wenig nachbearbeiten könnte, muss ich aber gar nicht machen. Ich würde natürlich jetzt hergehen und dieses Hintergrundprojekt, Objekt noch mit den Möglichkeiten, die ich habe, zum Beispiel bei Unschärfe verwende ich gerne den Gaußschen Weichzeichner, die Gaußsche Unschärfe, das ist ein bisschen heftig. Hier habe ich den Vergleich, wie die Sache wirkt. Sie sehen, PhotoPaint reagiert sehr, sehr schnell. Das ist ein Riesenbild, was ich jetzt habe. Dürfte jetzt deutlich über 100 MB haben. Wahnsinnig schnell. Wenn ich das bestätige und das wieder anklicke, dann klicke ich hier mal auf Einpassen. Und Sie sehen, der Hintergrund ist ruckzuck drin gewesen. Ich sollte vielleicht hergehen, den Hintergrund noch entsprechend anpassen oder das Bild dann entsprechend zuschneiden. Kann ich machen. Ich kann auch im Nachhinein jederzeit hier auch die Größe ändern. Ich kann den Ausschnitt noch ein bisschen verschieben und einstellen. Das ist noch ein bisschen arg oben. Und Sie sehen, dass es sich wirklich um ein großes Bild handelt, wo normalerweise andere Programme schon längst in die Knie gegangen wären. Ja, das Objekt da hinten ist mir aber immer noch zu hart. Deswegen gehe ich nochmal auf Effekte, klicke auf Unschärfe und drehe das mal ein bisschen höher, dass man es auch richtig sieht. Gut. Jetzt habe ich den Hintergrund sehr weich gestellt. Das würde ich jetzt wieder widerrufen, noch ein bisschen weniger stark weich zeichnen. Aber wenn ich jetzt die Person stärker rausstellen will, habe ich die Möglichkeit, das sehr, sehr schnell zu tun. So. Hier mit dem Freistellungswerkzeug kann ich dann den Ausschnitt nochmal anpassen. Und dieser Ausschnitt wirkt dann, wenn ich das wünsche, gleich auf das gesamte Bild. Sie sehen, wir hatten jetzt wirklich ganz, ganz wenig Zeit für diesen Freisteller. Ich kann mit diesem ganz tollen Werkzeug Bildausschnitt-Editor fantastisch arbeiten. Ich kann das auch mit sehr komplexen Fotos machen, auch mit Fotos, die so richtig heftig sind, was die Anforderungen betrifft. Ich habe jetzt hier mal in ungefähr 15 Minuten noch ein weiteres Beispiel vorbereitet. Jetzt, ich sehe gerade, dass uns die Zeit wahnsinnig davonrennt, deswegen kann ich diesen Freisteller jetzt nicht mehr vornehmen. Da habe ich diese Frau freigestellt, obwohl der Hintergrund hier so gut wie gar nicht mehr sich von dem ursprünglichen Hintergrund unterschieden hat. Selbst das ist mit diesem tollen Werkzeug sehr gut möglich. Ich zeige mal nochmal anhand dieses Beispiels hinten, was diese Überstrahlung bewirken. Ich sehe, dass hier die Reflexionen fein einstellbar sich in dem freigestellten Objekt hier dieser schönen Frau widerspiegeln. Und diese Möglichkeit habe ich, wie gesagt, mit diesem Bildausschnitt-Editor von Corel Photo Paint. Jetzt habe ich Ihnen versprochen, dass ich Ihnen noch diesen Effekt in Corel Draw zeige, wie man Bilder in Texte einbringt. Dazu muss ich ein neues Bild erstellen. Ich wähle als Hintergrund mal so ein Kunstwerk. Die Werke, die ich hier vorbereitet habe, sind
alle so 60 MB etwa groß. Sie sehen, man kann auch mit großen Dateien wunderbar mit Corel arbeiten. Corel Photo Paint und Corel Draw sind Programme, die wirklich auch für Großplakate geeignet sind. Wenn ich also 18 Eintel Großplakate machen will, kann ich damit ohne weiteres arbeiten. Ich klicke jetzt immer hier auf das Textwerkzeug. Hier bei dieser Schriftliste habe ich eine ganz tolle Schriftvorschau. Seit Version X8 habe ich eine komplette Bildverwaltung in den Programmen Corel Draw und Corel Photo Paint integriert und ich habe noch zusätzlich ein Schriftverwaltungsprogramm. Ich wähle jetzt hier mal Impact. Ich brauche Grafiktext. Mit Mengentext funktioniert der Trick nicht, also ich brauche wirklich Grafiktext. Das nenne ich jetzt das Ding einfach mal Kunst. Na. Zieht es groß oder ich kann es auch hier manuell einstellen. 150. Dann muss ich das Projekt natürlich markieren. Ich mache Objekt in Kurven konvertieren. Dann muss ich hier den Hintergrund noch mit markieren. Ich gehe auf Objekt Formen, wähle die Schnittmenge und dann habe ich schon fast alles erledigt. Na, das war jetzt das Falsche. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar, was habe ich gemacht? Ich habe die Sachen hier nicht richtig erfasst. Nee, passt eigentlich alles? Hier sollte jetzt eine Schnittmenge zu sehen sein. Und wenn ich das jetzt rausziehe, sehe ich, dass ich den Fehler gemacht habe, dass ich offensichtlich nicht alle Objekte richtig markiert habe. Ich muss hier in dem Objektmanager von Corel Draw diese Sachen markiert haben und schon habe ich diesen Effekt, diesen beliebten Effekt, den ich zum Beispiel für Überschriften ganz gerne verwende, diesen Bild in Text-Effekt. Es geht übrigens mit allen Vektorgrafikformen von CorelDRAW. Ich habe eine große Stärke, die ich im CorelDRAW sehe, ist die Verbindung auch mit dem PhotoPaint. Ich kann hier das Bitmap auch gleich bearbeiten. Eine der großen Stärken von PhotoPaint und von Corel Draw ist, dass die beiden Programme sehr gut miteinander können. Die können sich sofort austauschen. Ich kann hier das Bild nachbearbeiten. Es aktualisiert sich dann. Aber dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit mehr. Wir haben fast unseren Zeitrahmen ausgeschöpft. Genau, Und jetzt. ich bin auch wieder dabei. Peter, erstmal vielen Dank. Danke. Auch. Was ich noch darauf hinweisen möchte, ist, es gibt im Nachgang jetzt noch ein Skript, weil jetzt doch einige Arbeitsschritte drin waren. Teilweise waren Sachen nicht markiert. In dem Skript können Sie dann wirklich die einzelnen Arbeitsschritte nachlesen und das nochmal alles auch ausprobieren, was der Peter hier gezeigt hat. Von der Zeit her, wir sind jetzt eigentlich drüber, aber es kam doch vermehrt die Frage, was jetzt die Unterschiede zwischen anderen Grafikprogrammen aus dem Corel-Portfolio, wie PaintJob Pro oder Aftershot zu PhotoPaint sind. Vielleicht kannst du da kurz, Peter, eine Antwort geben aus deiner Sicht. Ja, Corel Photo Paint ist aus meiner Sicht das Produkt, das sich eignet für die Druckvorstufe. Sie haben gesehen, das Produkt kann wirklich riesengroße Bilder. Hier dieses Bild zum Beispiel ist rund 150 Megabyte groß. Nee, hier die Dateigröße habe ich jetzt gerade schon reduziert, aber ich kann auch Bilder bearbeiten mit 100 Ebenen, mit 150 Detailfreistellern, das funktioniert wunderbar. Und ich habe hier die Möglichkeit, Bild in 7x K-Farbe zu konvertieren.
Diese Möglichkeit habe ich mit Corel Paint Shop Pro nicht. Paint Shop Pro ist ein ganz hervorragendes Programm für Anwender, die ihre Dateien jetzt nicht für den Offsetdruck optimieren müssen oder wollen, sondern die, sagen wir mal, Webdateien bearbeiten oder für den Heimbereich tätig sind. Corel Photo Paint hat eben, wie gesagt, eine volle 7x K-Unterstützung. Ich habe im Vergleich zu Aftershot die Möglichkeit, mit Ebenen zu arbeiten. Aftershot Pro ist ein ganz fantastisches Programm an der Schnittstelle zwischen einem Bildverwaltungs- und einem Bildbearbeitungsprogramm. Es ist sehr gut geeignet, um RAW-Dateien zu verwalten, RAW-Dateien zu konvertieren und auch größere Bildermengen super sauber und schnell zu verwalten. Aber es ist kein vollwertiges Bildbearbeitungsprogramm, wo ich größere Montagen damit machen kann. Also beides, sowohl Corel Photo Paint als auch Corel Paint Shop Pro sind ganz hervorragende Programme mit einem wahnsinnigen Leistungsumfang. Ich würde Corel Photo Paint eher in der Druckvorstufe sehen als Paint Shop Pro. Und da gibt es Und ja und Aftershot als Ergänzung. genau, vielleicht kannst du, weil es ja, du hast ja darauf hingewiesen, gerade im professionellen Bereich, B2B-Bereich, auf die ICC-Profile noch hinweisen, die ja auch PhotoPaint unterstützt. Ja, ich habe hier die Möglichkeit mit Extras Farbverwaltung über die Standardeinstellungen jedes x-beliebige ICC-Profil, also jedes Druckverfahren hat ja die eigenen ständig weiterentwickelten ICC-Profile. ICC-Profile sind Gerätebeschreibungsdateien, die dafür sorgen, dass das, was ich auf dem Bildschirm zu sehen bekomme, dann letztlich auch gedruckt erhalte. Das ist wirklich essentiell wichtig. Ich habe hier die Möglichkeit, jederzeit die Farbprofile umzustellen. Ich kann auch eigene Farbprofile hier laden. Also ich habe jetzt keins vorbereitet, aber ich kann zum Beispiel bei EFI.org oder bei FOCRA die Druckerbeschreibungsdateien, also die ECC-Profile für alle Offset-Verfahren, für den Zeitungsdruck, für Rollen-Offset, für sogar andere Verfahren, also außerhalb des üblichen Offset-Drucks verwenden. Also Tiefdruck kann ich verwenden, Hochdruck kann ich verwenden. Also diese spezifischen ICC-Profile, die teilweise ja konzernspezifisch sind. Ich weiß es von BMW, die haben ihre eigenen ICC-Profile, die sie da verwendet haben wollen. Wenn ich für solche Kunden arbeiten will, kann ich mit PhotoPaint das ohne weiteres erledigen, weil ich eben die Möglichkeit habe, mit diesen ICC-Profilen, diesen Gerätebeschreibungsdateien zu arbeiten. Wir haben übrigens noch einen eigenen Workshop, für ein eigenes Webinar für dieses ganz wichtige Thema vorbereitet. Genau, und das kriegen Sie von uns per E-Mail. Also Sie werden die Aufzeichnung und das Skript bekommen. Und zu weiteren Themen, also gerade im Farbmanagement, aber auch was Schriften angeht, haben wir weitere Webinare geplant. Und da werden Sie natürlich wieder von uns eingeladen. Ich danke Ihnen recht herzlich für die Teilnahme. Peter, vielen Dank für die Präsentation. Und ich freue mich, Sie hoffentlich bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Ihnen einen schönen Tag. Danke.